Wir haben das nämlich schon mal ausprobiert, die Autos abzuschaffen. In der Pandemie war ein Großteil der Länder, also zumindest der Länder, von denen man so weiß, was passiert, die waren im Lockdown. Die Pendlerströme sind zum Erliegen gekommen und die meisten Flugzeuge waren gegroundet. Ja, und was jetzt interessant ist, für das Klima gibt es nur einen einzigen Parameter, der wirklich ultra relevant ist. Das ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und das ist zum Beispiel die Kurve auf Mauna Loa. Und man kann die anschauen, es gibt eine jahreszeitliche Schwankung, das liegt an den Bäumen der Nordhalbkugel. Und die geht hoch, jedes Jahr, etwa um 2 Parts per Million oder sowas. Und ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass in der Pandemie, also ich saß auch zu Hause, ich lebe in der Schweiz, also obwohl ich einen Migrationshintergrund aus Deutschland habe, aber ich lebe in der Schweiz, wir waren also auch im Lockdown, meine Uni war zu und alles, ja, keine Pendlerströme, dass dieser Anstieg eine Pause gemacht hat für vielleicht ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr. Also, dass der nicht weitergegangen ist. Insbesondere, weil der Individualverkehr ja zum Erliegen gekommen ist. Was aber nicht zum Erliegen gekommen ist, ist der Lkw-Verkehr, weil die Leute brauchten ja was zu futtern, die Industrie musste weiterlaufen, das Wohnen, viele andere Dinge sind weiter. Es ist kein Knick in der Kurve. Das heißt, selbst wenn Sie den Individualverkehr abstellen mit irgendwelchen Maßnahmen, sei es demokratisch, sei es diktatorisch, es hilft nichts für das große Problem. Und deswegen betone ich immer, Sie müssen Maßnahmen ersinnen, die einen Unterschied machen. Sonst ist es vollkommen wurscht, was Sie treiben. Bei Ihnen, aber Sie, ja, total. Deswegen könnten wir uns zum Beispiel auch mal auf die 10% der reichsten Menschen konzentrieren, die für 50% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Wieso ist es in dieser Welt möglich, dass sich Milliardäre für 300.000 Tonnen CO2 ins All schießen? Es sollte nicht existieren dürfen, geht schon wieder zu weit. Aber das Kernproblem haben Sie richtig angesprochen. Aber nur zu ein Wort noch, weil das Wort aggressiver Stil gefallen ist. Wissen Sie, ich bin irgendwie allergisch darauf, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der nicht demokratisch legitimiert ist und mir ins Gesicht sagt, er wird mich erziehen müssen, er wird mir meine persönliche individuelle Mobilität nehmen, weil er davon überzeugt ist, einem höheren Ziel zu dienen. Glauben Sie nicht, dass wir alle einem höheren Ziel, nämlich dem Umweltschutz, nachlaufen haben? Sehen Sie, wenn Sie hier von Wien nach Salzburg fahren, wie weit wir Österreicher schon gekommen sind? Vergleichen Sie doch, wenn Sie Südamerika ansprechen, die Umweltprobleme in Südamerika, in den Großstädten, in den Slums, mit dem Zustand, den wir hier haben. Warum muss es hier Zwang sein? Es muss überall sein. Es muss überall Veränderung geben. Ich habe doch nicht einmal... Aber Sie sagen, Sie sprechen manchmal natürlich große Worte gelassen aus. Mir ist das aufgefallen bei den SUVs und man kann ja irgendwie über SUVs in der Stadt wirklich, muss man nicht mögen. Aber Sie sagen dann so nebenbei, das geht dann nicht mehr. Aber zugleich sagen Sie, es geht nicht um Verbote, es geht um Angebote. Ich biete dem SUV-Fahrer an, dass er nicht mehr mit dem SUV fährt. Nein, es ist natürlich tautologisch, nicht? Wir hätten eine Regel gebraucht vor 20 Jahren, die sagt, wir haben eine Maximalgröße von Auto. Also wir können ja auch nicht mit dem realen Panzer in die Stadt fahren. Das wäre ja auch nicht erlaubt. Es gab eine Regellücke. Ja. Ich weiß noch, wie ich mehr ganz so jung, vor 20 Jahren, ich habe in Frankfurt am Main gelebt, es gab immer die internationale Automobilausstellung. Die Klimakrise war um 2000, 2002 diskutiert. Was war das Thema damals? Was war das Versprechen der Autoindustrie? Erinnern Sie sich? Das Versprechen der Autoindustrie war nicht SUV, das Versprechen der Autoindustrie war das 3-Liter-Auto. Ja. Und dann ist der SUV gekommen, ich spreche auch, dann sind Sie dran. Sehr gut, ich bin ganz bei Ihnen. Und warum hat man nicht im Jahr 2009, Sie wissen, die Kopenhagen-Krise, also die erste große Krise der internationalen Umweltpolitik, und jetzt kommen die immer größeren Autos. Und ich hätte mir gewünscht, als Regel, Sie können jetzt sagen, ich spreche gelassen Verbot aus, als Regel, es gibt eine Maximalgröße von Auto, so wie ich ja eben nicht doppelt so groß den SUV bauen kann. Und das ist verantwortungsvolle Politik, das heißt für die Unternehmen. Ich weiß, dass Volkswagen und die anderen die großen Gewinne mit den SUVs machen. Das ist vorausschauende Politik, dass wir in Deutschland, mein letzter Satz, dass wir in Deutschland seit 20 Jahren, ich verfolge die Debatte sehr eng, seit 20 Jahren wird vom Elektromotor gesprochen. Und nichts ist geschehen bis in die letzten Jahre. Und da ist die Politik gefordert gewesen und sie hat völlig versagt. Jetzt haben wir etwas gefunden, wo wir uns miteinander finden. Ich bin ganz bei Ihnen, das 3-Liter-Auto wäre auch im Hinblick auf die Emerging Markets, auf die Entwicklungsländer, die jetzt alle zu bescheidenem Wohlstand kommen, eine Verpflichtung jedes Autoherstellers international, ein Auto anzubieten, das die Mindestanforderungen der Sicherheit erfüllt, aber unter 3 Liter verbraucht. Da finden wir uns ja zum Beispiel. Aber wo wir uns nicht finden, ist, wo Sie dann hingehen und sagen, aber diejenigen,
ihr dürft in Europa keine Verbrenner mehr haben, auch wenn ihr nur mehr ein 2,7-Liter-Auto habt. Doch sogar die ihr Politik. Dürft es gar nicht mehr fahren. Das war nicht die Politik. Die Politik wurde getrieben von der Interessensgruppe zwischen den Umweltaktivisten und den Autoindustrien. Und noch eine Bemerkung zum Autoindustrie. Am meisten Profit macht die Autoindustrie derzeit mit Elektroautos, ja, ja. Weil die viel einfacher zu bauen sind, viel weniger Aufwand benötigen, aber teurer verkauft werden können durch diese ganze Krise. Deswegen steht ja die Industrie dahinter, weil dort ist ja die wahre Profit. Aber da bin ich zum Beispiel ganz bei jetzt, Ihnen. Darf ich mal kurz grundsätzlich werden? Wir haben jetzt die ganze Zeit so subkutan darüber geredet, geht es nicht ohne Verbot und Verzicht? Was ist Anreizsystem, was ist Verbotssystem, was will man haben? Und da fällt ja auf, also wiederum die Parallele zur Pandemie, weil die schon erwähnt wurde. Es geht ja, wenn es darum geht, dass man sagt, es werden individuelle Freiheiten, Möglichkeiten eingeschränkt, dann muss dem ja sagen, ein großer Wert gegenüberstellen. Und an sich ist der Staat ja nicht sagen, dazu in der Lage und auch nicht berechtigt, die individuellen Freiheiten des Einzelnen einzuschränken. Es sei denn, er muss eine große Gefahr von allen abwenden. Das war das Argument in der Pandemie und ob das immer richtig war, werden wir heute nicht mehr diskutieren. Und so ist es auch jetzt. Und da kommt dann so eine Krise, existenzielle Krise, Notstand. Das heißt, es geht ja im Hinterkopf immer auch um eine sowas wie Notstandsrecht, zu sagen, ich kann jetzt als Staat eingreifen, ich kann individuelle Freiheiten einschränken, denn dem gegenüber steht eine Notsituation, in der ich damit rechnen muss, dass Millionen Menschen in ihren Gebieten nicht mehr leben können, sterben, whatever. Und jetzt ist meine Frage, die grundsätzliche, gibt es diesen Notstand? Sehr gute Frage, muss ich sagen. Ja. Also ich denke, dass man sich im deutschsprachigen Raum sehr reingesteigert hat in so eine Vorstellung, dass wirklich der Untergang der Menschheit droht, also letzte Generation. Glauben Sie wirklich, Sie sind die letzte Generation? Das glauben Sie nicht wirklich. Sondern ich würde das gerne... Wir sind die erste Generation, die Auswirkungen der gemeint, ja. Aber Sie suggerieren schon, also das ist ja immer die Polemik, oder nein, wie nennt man das? Also das Wording. Das Wording ist der Welt. Weltuntergang droht. Und ich habe mich nun wirklich ganz genau mit den Vorhersagen des Weltklimarats auch in meinen Vorlesungen mit meinen Studenten, das geht dann über ein ganzes Semester, ist übrigens auf YouTube, sind 45 Stunden Vorlesung über Klima und Energie beschäftigt. Und ich würde gerne diese Vorstellung vom Weltuntergang, wenn wir jetzt nicht auf 100 runtergehen oder vielleicht auch wirklich große Maßnahmen machen, wie eben kein Individualverkehr, aber das reicht auch nicht, Sie müssen die LKWs dann auch noch irgendwie abschaffen. Ja. Wenn wir das wirklich machen würden, also was nicht machen würden. Was passiert dann? Ja? Der Meeresspiegel würde auf der Skala von 100 Jahren zwischen 0,5 und 1 Meter ansteigen. Das sind die Vorhersagen. So, und da ist sogar Holland der Meinung, damit kommen wir noch klar. Das ist die Zeitskala von 100 Jahren. Weiter würde ich jetzt nicht vorhersagen, denn wenn wir 100 Jahre zurückgehen, hatten wir zu viele Pferdekutschen und zu viele Pferdeäpfel. Da hatten wir ganz andere Probleme. Also 100 Jahre ist ein Zeithorizont, mit dem ist es vernünftig. Dann war eine Idee, dass wir jede Menge schwere Stürme bekommen durch die Erwärmung. Als wir den Hurrikan Katrina hatten, da wogte das hoch, oh Gott, wir kriegen jetzt jede Menge Hurrikans. Heute sagen die Klimaforscher oder zumindest einige, durch die Abnahme der Temperaturkontraste zwischen den hohen Breiten, also in der Arktis und dem Äquator, da haben wir weniger Temperaturunterschied und das ist der Antrieb, der Temperaturunterschied für Winde, werden wir eventuell weniger großräumige Winde bekommen. Ja, wir werden mehr Starkregen bekommen, dann ist die Frage, ob wir eine Dürre bekommen, weil es wärmer wird, aber in Warmphasen war der Planet immer sehr feucht. Ich möchte jetzt nicht die Gefahren der Klimaerwärmung verharmlosen. Aber wir werden nicht sterben. Wir haben ein schweres Problem. Die Strömungsmuster werden sich verändern. Bestimmte Regionen, wie zum Beispiel Südeuropa, kommt im Sommer in die Zone vom Sahara-Klima. Da haben wir tatsächlich Dürren und Waldbrände, ebenso in Südkalifornien. Solche Probleme haben wir. Aber die Menschheit wird nicht aussterben und wir werden mit Vernunft daran gehen. Aber ich bin ganz dagegen, dass meine Physik, sorry, ich bin Physikprofessor und ich bin Vollblutphysiker, dass meine Physik zur Verängstigung der Menschheit eingesetzt wird. Das Mittel der Angst und der Panikmache, was Sie verwenden, finde ich religiös und einer echten Wissenschaft nicht würdig. Sorry. Aber ich würde von einer Bewegung nicht verlangen, also die Bewegung sagt ja sozusagen, die Wissenschaft ist wichtig. Ich würde natürlich, Sie erwähnen den Weltklimarat mehrfach, es ist ein gesichertes Wissen, dass wir in Trouble sind. Und jetzt antwortet der Sozialwissenschaftler, aber auch der, ich sag mal, engagierte Bürger. Okay. Politik kann nicht voraussagen, schon gar nicht in 100 Jahren. Der große Unterschied zwischen naturwissenschaftlichen Prognosen, die vielleicht 30, 40 Jahre möglich sind, und Politik, wo es viel kürzer ist. Das Problem ist, dass es naturwissenschaftliche Prognosen im engeren Sinn gar nicht gibt.
Naja, Prognose ist keine Naturwissenschaft. Aber, nein, aber, es gibt Szenarien, Herr Fleischhack. Es gibt Szenarien im Weltklimarat. Szenarien, ich möchte aber einen Punkt machen. Ja. Der Punkt wäre, dass wir ein Vorsichtsprinzip brauchen. Ein Vorsichtsprinzip, dass wir, wenn wir ahnen und wissen, gute Einsicht haben, wir sind wirklich in Trouble und es gibt Szenarien, die besorgniserregend sind, dass dann die Politik als Organisierung unseres Zusammenlebens die Aufgabe hat, damit vorsichtig umzugehen. Und das wäre für mich auch der Freiheitsbegriff. Der Freiheitsbegriff, der heute dominiert, ist ein negativer Freiheitsbegriff. Ich will nicht eingeschränkt werden. Keine Verbote. Ich will machen, was ich will. Immer Geldbörse muss stimmen. Ich muss genug Geld haben. Es gibt eine lange philosophische Tradition eines Freiheitsbegriffs, der sagt, ja, ich möchte ein auskömmliches Leben in Freiheit, aber nicht auf Kosten anderer. Und heute würde man sagen, nicht auf Kosten der Natur. Als regulatives Prinzip, das geht de facto gar nicht. Aber ich finde, wir bräuchten ein Freiheitsverständnis, dass wir gerade hier in so einem wohlhabenden Land sagen, wir können nicht permanent auf Kosten anderer und auf Kosten der Zukunft leben. Und das wird, finde ich, von den Klimabewegungen ganz stark gemacht. Darf der Kaufmann hier den Wissenschaftlern einmal antworten? Haben Sie sich schon einmal überlegt, wir haben, um das jetzt bildlich zu verwenden, wir haben im Westen, in den westlichen Industrieländern, nur diesen einen Schuss. Wir verwenden derzeit alle unsere Ressourcen darauf, und zwar auch von der EZB, von den Notenbanken, um den Klimawandel zu stoppen. Wir verwenden ihn nicht, wie zum Beispiel bemerkenswerterweise die Konferenz der asiatischen Staaten ergeben hat. Dort ist nämlich im Schlussdokument immer vom Abfedern der Folgen die Rede. Wir verwenden unser Pulver, um das jetzt einmal aus dem Krieg zu verwenden, dafür den einen Schuss, den wir haben, abzugeben, um ihn zu stoppen. Wenn uns das nicht gelingt, haben Sie sich das schon mal überlegt, aber dann haben ja wir die keinen EU, zweiten die, Schuss. Die EU macht ganz viel, das heißt Adaptation, die EU macht ganz viel Vorsorgeprogramme, ne? Und es ist nicht nur die Deiche zu erhöhen, Stichwort, es gibt ganz viel, ich meine, schauen Sie, ich lebe in Wien, ne? Die Stadt Wien hat doch völlig klar, dass wir mehr Grünflächen brauchen, dass wir entsiegeln müssen, es geht alles viel zu langsam, aber das ist jetzt zu wenig zu sagen, wir wollen nur vermeiden. Ich würde gerne auf das zurückkommen, was Herr Gandelfer gesagt hat, dass er sagt, ich will nicht, dass meine Physik Angst macht, und da würde ich jetzt einmal sagen, dass junge Menschen, die Zukunftsängste haben, und zwar auch aus Gründen, würde ich sagen, dass die sagen, mit dieser Angst operieren, auch öffentlich operieren. Das würde man, glaube ich, jederzeit zugestehen. Aber die Frage, weil das ist Aktivismus. Und Aktivismus ist eine legitime Form der politischen Äußerung. Ja. Problematisch wird es, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann, wenn Wissenschaft und Aktivismus sich vermischen. Genau. Und das wird getan. Also Sie sind bei Scientists for Future. Das heißt, Sie selber überschreiten bewusst immer wieder die Grenze zwischen Wissenschaft und Aktivismus. Nein, Scientists. Und es gibt Professoren. In Wien gibt es einen Professor für Klimapolitik, was immer das sein mag, an der Bodenkultur. Der ist in seinem Wording und in seinen Äußerungen, würde ich sagen, noch etwas apokalyptischer als die meisten Vertreter der letzten Generation. Und da muss man sich dann fragen, was ist dran dann noch Wissenschaft? Also ich würde, ich spreche nicht für den Kollegen, ich weiß, wen Sie meinen. Scientists for Future ist nicht Fridays for Future und ist nicht Last Generation. Und wir bleiben strikt im Modus von Wissenschaft. Wissenschaft bedeutet, mit bestimmten Methoden Wahrheit zu finden, naturwissenschaftlich, sozialwissenschaftlich, sich der Realität anzunähern, aber auch fehlerfreundlich zu sein. Ich würde auch sagen, wir treffen dann auch falsche Aussagen, die wir wissenschaftlich korrigieren müssen. Aber die sozialwissenschaftliche, naturwissenschaftliche Klimawissenschaft hat festgestellt, wir haben wirklich ein Problem. Und die Bewegung sagen, Wissenschaft unterstützt uns mit euren Einsichten. Ja, ich würde inhaltlich, das ist jetzt heute hier nicht darauf, ich würde ganz viel inhaltlich diskutieren mit der Last Generation, wo ich denke, strategisch machen sie eher Fehler, weil ich... In der Form des Aktivismus. Ja, aber das sage ich als Wissenschaftler, weil ich mich viel mit sozialen Bewegungen, mit der Geschichte von sozialen Bewegungen, mit der Aktualität sozialer Bewegungen auseinandergesetzt habe. Das ist sozusagen ein eigener Wissenschaftszweig, aber deshalb bin ich kein Aktivist, sondern wir sind auf dem gleichen Terrain wie Sie auch, um sozusagen diesen Klimawandel abzumildern oder mit den Folgen umzugehen. Und das mache ich mit wissenschaftlichen. Aber darf ich den Unterschied zwischen Wissenschaft und Aktivismus an einem Beispiel erklären? Also ich hatte vor einiger Zeit eine ziemlich lange Diskussion mit einem wirklichen Klimaforscher. Also und zwar gibt es ja eine Vorhersage, wenn sich die CO2-Konzentration verdoppelt, das ist die Klimasensitivität, dann werden wir eine Erwärmung haben zwischen 2 Grad und 4,5 Grad. Das ist der Fehlerbalken in den Prognosen bis zum Jahr 2100. Es gibt bei Prognosen
immer einen Fehlerbalken. Und der ist bei den Klimamodellen erschreckend groß. Und ich habe dann gedacht, na gut, dann nehme ich die Mitte, das ist ungefähr 3 Grad. Ja, nehme ich das, ja. Aber nein, Herr Kollege meinte, man müsse 4,5 Grad nehmen, also den schlimmstmöglichen Fall, den die Computerprogramme, die Klimaprogramme noch zulassen, weil man muss Panik verbreiten, damit überhaupt was passiert. Und das ist nicht die Wissenschaft, das ist Aktivismus. Und ich würde jetzt sagen, wenn der Kollege, die Kollegin 4,5 Grad sind, dann würde ich sagen, als Sozialwissenschaftler, aber als auch gesellschaftlich engagiert, interessiert, es ist ein Vorsichtsprinzip. Also better safe than sorry. Aber die genau, aber wenn man dann aus diesem Vorsichtsprinzip an den Punkt kommt, wo man sagt, um für die zukünftigen Generationen, für ein Modell, das auf 100 Jahre von jetzt abstellt, um da vorsichtig zu sein, riskiere ich jetzt kurzfristig Deindustrialisierung, wirkliche wirtschaftliche Schwierigkeiten? Was ist da? Das habe ich ja nicht gesagt. Meine These wäre, wir brauchen ein anderes Wohlstandsmodell. Nicht Entschuldigung, aber das ist doch jedes Mal nur ein Herumreden weg von der Lebensrealität der Menschen. Wir haben jetzt gerade in Österreich die Situation, dass die Vervierfachung der Energiepreise eine breitflächige Verarmung der Bevölkerung erzeugt. Die wollen nichts hören von irgendeiner Prognose in 30 Jahren. Die wollen nichts hören, wir müssen das Worst-Case-Szenario hören. Die wollen ihre Stromrechnung vom nächsten Monat bezahlen. Das werden wir aber nicht können, solange Wissenschaftler sagen, wenn wir nicht bis zum Jahr 2030 aus Gas und aus Kohle und aus Atom aussteigen, dann werden wir alle untergehen. Das ist praktisch nicht machbar, denn wir entziehen uns mit dieser Radikalität auf der anderen Seite genau das, was sie zu schützen vorgeben, nämlich den Wohlstand und das Wohlergehen der Menschen. Sie richten mit dieser Radikalität mehr Schaden an, als wenn Sie den Herrn Professor hier nachfolgen würden und sagen, na, dann nehme ich halt das Mittel an. Ich finde ja schon 3,5 Grad Problem. Sie haben mich im Satz unterbrochen. Mein Punkt wäre, was nicht die Industrialisierung, sondern ein anderes Wohlstandsmodell, das Mobilität schafft, ich habe es vorhin schon gesagt, mit deutlich weniger. Ich bin ja nicht gegen das Auto im letzten Tal. Ne? Bitte hier kein Missverständnis. Ja? Wir brauchen eine Industrie, die Züge, Busse und Straßenbahn baut. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die ökologische Produkte, saisonale, regionale Produkte und nicht jetzt aus Lateinamerika über das EU-Mercosur-Abkommen. Hauptsache, es ist günstig, dafür wird der Regenwald abgeholzt und anderes. Wir brauchen Städte, Wohnungen, die lebenswert sind, aber es muss nicht mehr Beton sein und die große Glasfront, weil es sozusagen energetisch ist. Wir brauchen gute Kleidung, Wohlstand mit guter Kleidung, aber nicht Fast Fashion. Und wir können 5 andere. Das ist mein Verständnis. Also nicht der große Kladderadatsch, sondern ein anderes Verständnis von Wohlstand. Und wir würden Ihnen jetzt alle miteinander, glaube ich, in der Runde bei jedem einzelnen Punkt zustimmen. Der einzige Grund der große Unterschied zwischen uns, Sie setzen mit der Bewegung, auch mit Hilfe der Last Generation, einfach absolut nicht erfüllbare Ziele. Es muss 2035 sein. Jeder weiß, dass der Ersatz von Verbrennungsmotoren entweder mit der Abschaffung der Mobilität einhergeht oder sonst nicht umsetzbar ist. Aber es muss 2035 sein. Ich spreche gar nicht über Zeiträume. Wenn wir verschiedene Zeithorizonte annehmen, wenn wir sagen, in der Lifetime von dieser jungen Dame hier, also die wird jetzt noch die nächsten 70, 80 Jahre diesen Planeten begehen können, bewundern können und genießen können. In diesen 80 Jahren ist dieses Ziel, das Sie gerade genannt haben, durchaus realistisch. Aber das ist genau das, was wir, glaube ich, kritisieren. Es muss jetzt, es muss in unrealistisch kurzer Zeit passieren. Und das wird uns unser gesamten Wohlstand... Wissen Sie, was das riesige Problem ist? Dass unser Zeitkorridor, der uns zum Handeln bleibt, extrem schmal ist. Wir haben hier noch 3 Jahre Zeit in etwa. Nein. Bis es wirklich kracht, bis diese Kipppunkte längerfristig eintreten. Du hast noch 2 bis 3 Generationen, die du hinaustragen kannst. Und ja, ich stimme Ihnen zu, es muss sozial gerecht ablaufen. Ist unfassbar wichtig. Wer profitiert denn gerade von dieser Krise? Das sind die ganzen Superreichen. Denen kann es völlig wurscht sein, auch wenn die Welt vor die Hunde geht. Die werden noch immer in ihren Bunkern in Neuseeland ein schönes Leben fristen. Das wird so laufen. Ich habe genau da die Frage, weil es ist ja, ich schließe noch einmal dort an. Dieser Druck zu sagen, das muss jetzt passieren, auch wenn es möglicherweise nicht nach unseren herkömmlichen Regeln der Demokratie abläuft, auch wenn man irgendwie da sagen, dann irgendwie Kollateralschäden in Kauf nimmt und das tut man immer, dann ist das immer begründet damit, und Sie haben es jetzt wieder gesagt, dass wir in einer derartigen akuten Notsituation stehen, dass wir sozusagen mit Notstandsrecht agieren müssen. Das muss ja eine unglaubliche Angst sein, wenn man das wirklich glaubt. Haben Sie Angst?
Wenn man das wirklich glaubt. Ja, wenn man wirklich glaubt, dass in drei Jahren, dann ist es vorbei. Wir sitzen hier und fragen uns wirklich alle, glauben Sie das wirklich? Sie sagen letztendlich, und ich finde das wirklich interessant, ja. Sie sagen, wir haben noch drei Jahre Zeit und dann kippt alles. Und wenn Sie das tatsächlich glauben, dass das so ist, und in drei Jahren ist es nicht geschafft, was machen Sie dann? Es geht ja nicht darum, es geht jetzt. Wir müssen alles in unserer Handlungsmöglichkeit Stehende unternehmen, damit wir eben nicht an diesen Punkt kommen, an dem die Kipppunkte einsetzen, weil wir dann einsparen können, was wir lustig sind. Wir werden die Permafrostböden, alles, was da an CO2 und Methan in die Atmosphäre geschossen wird, wir kriegen das nicht mehr weg. Da hast du Rückkopplungsprozesse. Gestern war der berühmte Tag aus dem berühmten Tweet von Greta Thunberg von vor 5 Jahren. Ach so. Gestern war der Tag, an dem wir zur Gänze aus Öl und Gas hätten aussteigen müssen, denn sonst würde die Welt untergehen. Das waren damals ihr alle Wissenschaftler geraten. Das war gestern. Und um das nochmal zu erklären, das war ein Tweet von 2008, wo sie gesagt hat, in 5 Jahren. Und ich bin wirklich ganz beim Herrn Fleischacker, weil mich das persönlich auch als Mensch interessiert. Ich habe selbst 6 Kinder, die ungefähr in ihrem Alter sind. Ich würde wirklich gerne wissen, ob sie wirklich glauben, dass wir nur mehr 3 Jahre haben, um die Welt quasi zu retten. Und ich frage mich, wie können wir Ihnen bei diesen Ängsten helfen? Das sind völlig irreale Ängste. Das wird nicht passieren. Servus TV On, die Video- und Streaming-Plattform.